Wurst in der Pelle. Ich mach doch nur Spaß. No. Du siehst echt sexy aus. Komm schon, gib Papa ein Küsschen. Na los, nimm es nicht persönlich. Schau mal, was ich gefunden habe. Das Handbuch. Da steht alles drin. Wenn wir es lesen, wissen wir, wie du hier rauskommst. Also, es waren einmal die Looms. Sie lebten in Einfalt, Liebe und Frieden. Wie die Hippies. Doch plötzlich die Katastrophe. Ein schwarzer Looms verwandelt die roten Looms in Hutlooms. Die Welt ist in großer Gefahr. Ah, hier steht es. Glowbox ist mit deinen Händen verschwunden. Feige wie er ist, hat er sich sicherlich irgendwo verborgen. Es wird nicht einfach, den Kerl zu schnappen. Zumindest nicht für dich. Ach übrigens, ich habe vergessen zu erwähnen, dass du für alles, was du tust, Punkte bekommst. Schau dir den Zähler an. Ich werde es dir zeigen. Wenn du Punkte hinzugewinnst, erscheint die Anzeige und du gelangst in den Combo-Modus. Da wird es dann erst richtig lustig, denn im Combo-Modus gibt es für jede Aktion mehr Punkte. Du solltest nicht trödeln, denn du verlässt den Combo-Modus wieder, wenn du keine Punkte machst. Noch eine letzte Sache. Mit den Punkten erhältst du Zugang zu verborgenen Leveln. Versuche also möglichst viel davon zu holen. Okay, das Handbuch scheint ziemlich nutzlos zu sein, aber vielleicht finden wir darin noch einen. Ja. Sieh da, wie sagen, dass man zum Springen die Schnurrtaste benutzen muss. Ohne Quatsch. Wer hätte das gedacht? Und hier schreiben sie, dass man zum Schlagen die Schlagentaste benutzen soll. Hey, gibt es wirklich Typen, die für so einen Mist bezahlt werden? Der Beste!
Nein, das ist ja lächerlich. Das Handbuch sagt, du könntest aus deinen Haaren einen Helikopter machen. Ein Helikopter aus Haaren. Ja, aber wohl schlägt mich ein. Sieh mal, der Feenrad. Wenn du eine anbaggern willst, dann solltest du woanders hingehen. Hier wimmelt es von alten, total verrückten Schachteln. Dieses Handbuch ist wirklich unschlagbar. Hier erklärt es das Schalter, das Blasenmechanismen auszulösen. Nein, ohne Quatsch. Wer hat nur diesen Müll geschrieben? Genau. Was ist da los? Ist da jemand? Ja, aber das ist die Stimme von Globox. Ja, zeig dir. Sag mal, können wir das hier auch zu dritt machen? So viel Freude zu Beginn des Spiels. Ich glaube, uns steht etwas Schlimmes bevor. Oh, Raymond, du hast das Licht angemacht. Ist das schön? Na bitte, was habe ich gesagt? Da sind schon wieder diese Mistkerle. Und was machen Sie wohl? Sie greifen den Feenrad an. Was für eine Überraschung. Nach Raymond 2 hatte man mir eine Rolle als Künstler versprochen, der in den Armen eines Mädchens mit großen Augen die Liebe entdeckt. Und was ist? Ich spiele eine Fliege in einem B-Film. André, da ist er. Schnell,
kann ich nicht lange halten. Ja, hör zu, du Witzfigur. Sobald ich die Energie aus dem Herzen der Welt in Hoodlums verwandelt habe, komme ich zurück und kümmere mich um dich. Aber was ist denn das? Laserreiniger. Verwandelt ihre Kleidung in einen Kampfanzug. Ein Kampfanzug? Aber das ist doch genau, was wir brauchen. Du hast recht. Nein, Raymond, fass das Ding nicht an. Das gehört in Hoodlums und ist möglicherweise gefährlich. Haha, sehr schick. Jetzt musst du nur noch herausfinden, wie es funktioniert. Verlieren wir keine Zeit! Das Überleben aller Völker hängt davon ab! Du sagst mir, wenn ich übertreibe, okay? Zerstört werden!
schon da, bin schon da. Ah! André, los, lasst uns die Mönche fragen. Das Herz der Welt, dort sind alle Energien gebündelt. Offensichtlich hat sich André noch nicht daran vergriffen. Hey, sag mal, habt ihr André gesehen? Habe. André ist nicht tot. Globox kann nicht beim Herzen bleiben. Das ist zu riskant. Rayman, Globox ist dein Freund. Bring ihn zum Heiler in den Eichbornwald. Er weiß, wie du André loswirst. Rayman, pass auf! André ist ein schwarzer Lums und schwarze Lums sind böse. Er wird Globox sicherlich zwingen, Pflaumensaft zu trinken und du weißt, Globox ist allergisch gegen Pflaumensaft. Schöne Musik ausgemacht. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Musik, wo bist du? Schnauze und hol mich hier raus. Ich habe Durst. Oh, Rayman, ich brauche dringend ärztliche Hilfe.